Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem DM-Haul. Ich dachte mir, ich mache mal ein extra Video, weil das ist einfach so viel geworden. Wir haben fast 70 Euro bezahlt. So viele Kleinigkeiten mitgenommen und auch ein Geschenk. Und für die Kleine, ach, werdet ihr sehen, auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich fange mal an, weil es ist echt viel. Auf jeden Fall haben wir Zebra mitgenommen. Das wird nicht schlecht und kann hinten liegen und das braucht man immer. So, dann geht's weiter mit Spültabs, weswegen wir eigentlich zu DM gefahren sind. Unter anderem fast 8 Euro, aber ich glaube, die sind gut. Ich hoffe es zumindest, weil die letzten, die günstigen, die ich hatte, die haben nichts sauber gemacht. Deswegen, ja, mal gucken. Backpapier haben wir mal wieder gebraucht. Zuschnitte, genau, die sind besser. Wie die zum Schneiden, das geht auf jeden Fall schneller. Zweimal Milch für die kleine Maus, wieder die Baby Vita Haar Apres oder immer noch. Dann haben wir hier Tücher mitgenommen einfach. Die müssen auch überall stehen. Dann habe ich so iPads mitgenommen in Gold. Die finde ich am besten, hat mir auch eine Zuschauerin empfohlen übrigens. Dann habe ich eine richtig gute Empfehlung für euch und zwar dieses neue Vanille. Diese Flaschen, die gelben, die riechen so schön. Das ganze Haus riecht danach so richtig erfrischend. Und deswegen habe ich gleich zweimal mitgenommen. Dann haben wir für die Kleine ein paar Gläschen mitgenommen, unter anderem Kürbis mit Kartoffeln und Bio-Rind für den Notfall. Dann habe ich natürlich noch andere Gläschen mitgenommen, und zwar Bio-Gemüse mit Süßkartoffeln und Huhn, so Bio. Dann habe ich zweimal von Hip hier was Fruchtiges mitgenommen, Himbeeren, Apfel und Dinkelgrieß. Wie gesagt, das ist alles nur für den Notfall, falls ich kein frisches Obst und Gemüse da habe. Bio-Schinkennudeln mit Tomate und Karotte. Dann habe ich mir eine große Flasche gleich mitgenommen von Head & Shoulders, weil, genau, das habe ich noch gar nicht erzählt, auf der DM-App oder in der DM-App gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Und deswegen, ja, habe ich ein bisschen mehr mitgenommen heute. Dann habe ich verschiedene Zahncreme, unter anderem die hier, Colgate, für die für 70 Cent verschiedene. Dann habe ich verschiedene Zahnbürsten wieder mal mitgenommen. Dentodent, einfach diese günstigen, die finde ich am besten. Wir nehmen immer Mittel. Dann habe ich hier so drei verschiedene mit einem kleineren Kopf für Lukas. Und da wegen dem Lockdown keine Läden offen haben, ich wollte eigentlich zum Kick oder sowas und wollte so Lätzchen kaufen, die man so abwaschen kann, also so Kunststofflätzchen. Aber ja, das kann ja noch dauern, deswegen habe ich jetzt zwei Lätzchen von DM mitgenommen, 6 Euro. Das ist zwar ein bisschen teuer, aber die können wir halt waschen und abwischen und da geht nichts durch auf die Kleidung. Und deswegen, ja. Dann habe ich was Neues gesehen von Balea, eine Tuchmaske mit Glowing Moments. Ja, fand ich die Packung voll schön, die möchte ich nämlich verschenken. Dann habe ich Tüten wieder mitgenommen für den Müll, 50 Liter mit Tragegriff. Letztes Mal hatte ich mich vergriffen und habe ohne Griff genommen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hier verschiedene Zahncremes, Odol M3 und Colgate. Ja, das kann man immer gebrauchen und das geht auch ganz schnell weg bei uns. Deswegen habe ich da jetzt mehrere mitgenommen. Dann habe ich wieder einen neuen Schwamm zum Waschen mitgenommen. Die wechsle ich ab und zu. Ja, dann habe ich so Tücher für die Kleine mitgenommen zum Popo putzen oder was auch immer putzen. Mal Spülmittel, wieder dieses Rosa. Das riecht so richtig schön wie ein Parfüm. Die ganze Küche riecht immer, wenn ich abwasche. Deswegen habe ich das nochmal mitgenommen. Das ist Kokos Tropical Dream. Ja, riecht auf jeden Fall schön. Und zum Schluss, da kommen noch ein paar Sachen. Dann habe ich wieder mal Tücher gebraucht, Allzwecktücher. Und diesmal haben sie Orange. Ist das eine Gurke oder ist das eine Zitrone? Sieht aus wie eine Gurke. Was ist denn das? Ach, hier. Bergamotteduft. Hä? Okay. Ja, auf jeden Fall mit Orange. Ich weiß noch gar nicht, wie die riechen. Ich habe noch gar nicht dran gerochen. Ja, riecht schön nach Orange. Schöne Frischen riecht das. Auf jeden Fall besser wie die anderen, die wir hatten. Ich glaube, Zitrone oder so hatten wir das noch. Dann habe ich noch eine Wimpertusche, meine Lieblingswimpertusche von Essence mitgenommen, auch zum Verschenken. Und nochmal zwei Zahnbürsten jeweils. Also, die haben, glaube ich, alle eine andere Farbe, wenn ich mich nicht vergriffen habe. Damit jeder eine andere Farbe hat in der Familie. Ja. Ja, das war's schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt habt ihr bestimmt Lust zum Shoppen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss. Oh, yeah. Hey,